Es ist doch alles in Ordnung. Jetzt auf einmal hat das System das erkannt, dass ich die ganze Zeit am Fahren bin. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, jetzt das ist unglaublich. Hoffen wir mal auf. Ja, jemand hat was dagegen, dass ich mit dir rede. Das ist krass. Ja, ich glaube auch. Ich habe eine Frage. Judas, wie ist Judas gestorben? Es sind zwei Berichte. Er ist erstmal hat er sich aufgehangen und dann ist er gestürzt und seine Gedärme sind rausgerissen. Muss das also im Einklang bringen, im Kontext. Okay, und wie ist das? Weil ich habe das jetzt nicht verstanden. An einer Stelle sagt, dass er sich erhangen hat. Sag ich doch. Er hat sich erhangen, ist gestürzt und seine Gedärme sind rausgeflogen. So wird das ausgelegt. Ach, dass er sich erhangen hat? Warum hat denn zum Beispiel Allah das Alkohol erlaubt, das Werk von Satan? War er sich nicht bewusst, warum er das Werk von Satan erlaubt? Ich habe das gerade nicht gehört, kann ich das nicht wiederholen? War Allah sich nicht bewusst, dass er das Werk des Teufels erlaubt in Sure 16, Vers 67? Er sagt ja, von den Früchten der Dattelpalmen könnt ihr Rauschtrank machen. Aber wenn wir dann in Sure 5, Vers 90 lesen, dass das Rauschtrank oder das Berauschende von Satan ist, müssen wir uns allen Ernstes fragen, Herr Satan, Allah, war dir nicht bewusst, dass du das Werk von Satan erlaubst? Warum? Was hat denn der einen Sure gesagt aus den Dattelbäumen? Könnt ihr euch Rauschtrank machen und gute Speise. So, also hat Allah das erlaubt, Berauschendes zu trinken. Ich wünsch, und dann später kam er... Du Amir, kann ich ganz kurz versuchen, ins Internet reinzugehen, ohne rausgeschmissen zu werden? Hast du kein Koran bei dir? Nein. Ein Moment. Ja. Ja, also nochmal auch für euch, ihr Lieben. Also der Allah war sich gar nicht bewusst, dass er das Werk von Satan erlaubt. In Sure 16, Vers 67 heißt es ja, dass die Muslime sich von den Früchten der Dattelpalme Rauschtrank zaubern sollen und gute Speise. Welche Sure war das? Sure An-Na'al, Sure 16, Vers 67. Ja, und dann später in Sure 5, Vers 90 kommt Allah auf den Gedanken, Alkohol zu verbieten und zu sagen, Alkohol ist das Werk von Satan. Wie so ein Mensch, der sich nicht bewusst war, was er da macht. Allah erlaubt erstmal das Werk von Satan. Später sagt er, Alkohol, Losfeile und Berauschen, also berauschendes Losfeile und Glücksspiel sind das Werk von Satan. Ja, Allah, warum erlaubst du denn das Werk von Satan, ey? Bist du Satan? Das ist so Wahnsinn, ey. Okay, ich habe das jetzt gelesen und zwar wird das auch von dem Kontext gezogen. So, da steht erstmal, was man aus diesen Palmen, aus den Wattenpalmen machen kann. Okay, das sind Rauschgetränke und sonst was. Und was man alles damit machen kann. So, und dann steht weiter. Sagt Allah in dem Vers, von den Früchten der Dattelpalme, könnt ihr euch Rauschtrank zubereiten, richtig? Ja, weiter. So. Weiter. Und gute Speise, richtig? Darin liegt ein Zeichen für Leute, die Verstand haben, richtig? Genau. Darin, oh, so. Was bedeutet das? Also erlaubt Allah Rauschtrank. Also, okay. Erlaubt Allah Rauschtrank, richtig? Okay, nee. Ich frage dich jetzt eine Frage. Kann man aus Datteln Alkohol herstellen? Nee. Position genommen. Suche Satelliten.
könnte man, aus Früchten kann man ja gären. Er sagt, von den Früchten der Dattelpalmen könnt ihr euch Rausch dann zubereiten. Genau, natürlich. Aber wenn du Früchte einfach so ziehen lässt, zu einem Behälter, dann kann man daraus ganz normal Alkohol gären, natürlich. Ein hochprozentigen Alkohol kann aber man sowas was machen, oder wie? Natürlich, wenn du Früchte gären lässt, das ist ganz normal. Da kommt kein Alkohol. Erstens wird das bei uns für Risk benutzt. Warum sagt er dann Rauschtrank? Warum benutzt er dann das Wort Rauschtrank? Weil Rauschendes. Ja genau, ein Rauschtrank, weil aus den Datteln wir das Getränk der Risk ist. Weißt du, was Getränk der Risk bedeutet? Versorgung. Genau, so. Und wir machen den Rauschtrank, der im Koran steht, was man sowieso auf dem Arabischen nicht übersetzen kann, richtig? Okay. Warum erlaubt, guck mal, du musst fokussieren, nicht ausweichen. Warum erlaubt Allah, Alkohol zu gären, widerruft er seine Meinung und sagt, mein Lieber, hörst du mir zu oder möchtest du mir nicht zuhören? Ich höre dir doch. Allah erlaubt in Sure 16, Vers 67, dass man sich Alkohol gären kann. Er erlaubt also das Werk von Satan, was er später verboten hat. Verstehst du? Er erlaubt einfach das Werk von Satan. Ist er Satan? Darf ich dir jetzt die Antwort dazu geben? Oder? Ja, sag. Also, aber bitte nicht so die ganze Zeit drumherum reden. Ich rede du siehst also, dass Allah das Werk von... Warum erlaubt Allah das Werk von Satan? Darf ich bitte antworten? Ja. Also, er erlaubt kein Alkohol und er erlaubt auch kein... das vom Satan. Okay, so. Er hat das nicht erlaubt. Er hat was gesagt, ist das für eine Antwort, Mann? Ey, da steht Berauschendes und Berauschendes ist in Sure 5, Vers 90 das Werk von Satan. Warum erlaubt Allah das Werk von Satan? Antworte. So. Wie gesagt, es ist kein Alkohol, was damit gemeint ist. Ja, ich sehe, du hast keine Antwort. Hören das gerade und du versuchst gerade. Man sieht es doch, man merkt es doch, dass du gerade drumherum redest. Amir, warum darf ich nicht antworten? Du hast mich bis jetzt. Guck mal, deine Antwort, was du sagst. Es ist nicht berauschend, es ist kein Alkohol. Was soll das denn? Weil das nicht das Alkohol ist, was da gemeint ist. Genau wie ich dich gefragt habe mit Judas und du sagst, er hat sich erhangen und danach ist er gestürzt und sonst was. Das wurde noch nie in einem Kontext, in einer Verse zusammengetan, sondern man muss alles mit dem Kontext sehen. Und das tust du. Ja, deswegen frage ich dich doch ganz normal, warum erlaubt Allah das Werk von Satan? Er hat nicht das Werk von Satan erlaubt, hat er nicht. Doch, eindeutig. Nein, hat er nicht. Von den Früchten der Dattelpalmen macht ihr euch Rauschtrank und gute Speise. Amir. Also die dürfen Alkohol gären und gute Speise machen und essen und aber trinken. Gute Speise später kommt er auf den Gedanken. Später kommt er auf den Gedanken und sagt zu denen, Alkohol, Losfeile, also berauschendes Losfeile und Glücksspiel ist das Werk von Satan. Warum erlaubt er in Surat An-Nahl das Werk von Satan? Hat er doch war gar Allah nicht. Sich nicht bewusst, was er da... Hat er doch gar nicht. Amir. Ja, da hat Amir. Er nicht. Amir, schau mal, bitte bleib nicht auf deinem Level. Lass mich dir das erklären und dann kannst du reden. Du unterbrichst mich doch die ganze Zeit. Wir wollen doch gescheit reden. Ich unterbreche dich nicht. Ich unterbreche dich nicht die ganze Zeit, sondern du redest einfach drumherum. Ich merke, lass du redest die ganze Zeit drumherum. Lass mich doch aussprechen. Also, es ist nicht das Werk Satan, was er erlaubt hat. Das Rauschtrank, was im Deutschen so übersetzt wird, okay, ist das Trank der vom Risk. Okay? Wir machen daraus das Getränk und darin ist unser Risk. Wir sollen daraus trinken und darin liegt unser Risk. Das ist das Rauschtrank, was im Deutschen beschrieben wird. Nicht der Alkohol, dieser Trank, das, was du dir dabei vorstellst. Was macht denn ein Getränk? Was ist denn Rauschtrank? Was meint Allah mit Rauschtrank? Okay. Kannst du dich nur berauschen, indem du Alkohol trinkst? Es ist ein Getränk zum Berauschen werden. Was ist das für ein Getränk? Alkohol gären, richtig? Von den Früchten der Dattelpalmen macht ihr euch Rauschtrank. Sonst würde Allah sagen, macht ihr euch einfach normale Getränke. Aber er erwähnt es explizit Rauschtrank, Alkohol. Du siehst doch, dass in Sure 4, 43 die Muslime besoffen zur Moschee kamen. Sie kamen besoffen zum Gebet. Das waren voll die Säufer, die Araber.
Die Araber waren voll die Säufer. Ist dir das nicht bewusst gewesen? Die hast du überhaupt niemals den Koran gelesen? Darin hast du, das stimmt. Die Araber waren voll. Ja, jetzt auf einmal habe ich recht, siehst du? Also sagt der gesamte Kontext, dass Allah, hör mal zu, dass Allah Alkohol erlaubt hat. Sie kamen auf einmal besoffen zur Moschee in Sure 443 und dann später, wie so ein menschliches Wesen, das Fehler macht, sagt Allah, jetzt habe ich das verboten. In Sure 5, Vers 90, in Surat Al-Ma'ida, Aya 90. Losfeile, Alkohol, also Berauschnis, ist das Werk von Satan. Und dann fragt man sich allen Ernstes, ja Allah, du hast doch das Werk von Satan erlaubt, das Berauschende. War dir nicht bewusst, was du da erlaubst? So. Kannst du mir jetzt folgen? Amir. Oder möchtest du immer noch wie so ein, weiß ich nicht, was da drumherum reden? Amir. Das ist nicht Berauschendes. Das ist nicht dies, das ist nicht das. Merkst du nicht, wie du die ganze Zeit versuchst abzuhauen? Und dich nicht auf die Frage zu fokussieren? Ich versuch gar nicht doch. Abzuhauen. Jeder merkt das doch. Du fokussierst dich nicht auf die Frage. Warum erlaubt Allah in Surah Al-Nahl das Werk von Satan? Warum? Amir, du bist gerade stur in deiner Sache drinne. Nicht stur, ey, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht normal. Warum liest du? Du siehst doch, dass die Muslime, am Saufen waren und übertrieben haben und die ganze Zeit betrunken waren und sogar betrunken zur Moschee kamen in Sura An-Nisa, Aya 43. Kannst du selber lesen? Amir, bitte bleib. Die kam voll Rille. Mach mir Gebet in Rille-Zustand. Bleib bei deiner Überzeugung. Es ist alles gut. Ist alles gut. Ich will dir nur einen. Ja, warte, ist nicht alles gut. Ist nicht alles gut. Und hat Aisha die Busen gegeben, ja oder nein? Nein, siehst du? Leute, seht ihr? Die ganzen Quellen sind voll, dass Aisha die Männer von den Quraysh gestillt hat. Und der kommt und sagt nein. Ein kleiner TikTok-Muslim. Lese es mir vor. Soll ich dir vorlesen? Lese es mir vor und sag mir den. Du akzeptierst es doch sowieso nicht. Du hast noch nicht mal mich gefragt, Amir, schreib mir das eben auf. Du bist einfach abgehauen. Ich bin abgehauen? Du bist rausgegangen, weil du einen Verstoß bekommen hast. Okay, kein Problem. Ich halte jetzt ganz kurz an und dann... Warum sagst du das? Du akzeptierst das doch sowieso nicht, egal was ich dir für eine Quelle gebe. Ach, Amir... Du hast doch gerade eben zu uns allen gesagt, ja, aber ich akzeptiere nicht andere Bücher und sowas und dies und das. So unehrlich. Nein. Wo ich dir gesagt habe, es gibt doch Gelehrte, die das eingestuft haben. Nein. Ich habe nicht gesagt, ich akzeptiere keine Bücher. Habe ich nicht gesagt. Verdreh nicht meine Worte. Was hast du denn dann gesagt? Ich habe gesagt, die Menschen sind nicht perfekt. Okay, aber Allah ist perfekt, der Gott ist perfekt und Wort Gottes. Ja, aber wenn deine Gelehrten das als Sahih eingestuft haben, dann haben sie doch den Islam geprüft. Hör mir zu, das kann doch nicht wahr sein. Gibt es Meinungsverschiedenheiten? Ist es von jedem? Ein Isnad kann keine Meinungsverschiedenheit haben. Du siehst doch, dass ein Isnad eine Überlieferungskette für diesen Bericht ist. So, wenn die Gelehrten also hingehen und sich diesen Isnad angucken, dann ist er eingestuft worden. Dann musst du dich unterordnen. Ist das von allen vier Rechtsschulen als Sahih erklärt worden? Ist es das? Oder natürlich! Natürlich! Natürlich? Du kannst das nicht einfach so leugnen, ja? Du sagst natürlich? Natürlich. Dann zeig es mir jetzt vor allem. Kein Problem. Okay, dann zeig das jetzt. Jetzt. Ja. Warte ganz kurz. Weil das, was du sagst, ist leider komplett falsch. Jeder kennt doch die Geschichte. Was denn? Welche Geschichte? Um die Brustsaugen eines Erwachsenen. Und Aisha hat die Quraysh gestillt. Alle kennen das doch. Alle. Das zeigt es mir. Komm, Aisha. Du sagst, Aisha hat sie gestillt. Ja. Ich will das jetzt sehen. Aisha hat die Männer der Quraysh gestillt. Und das war auf der Anordnung von Mohammed. Das ist die große Katastrophe. Okay. Und Sheikh Al-Adawi in seiner Live-Show hat das zugegeben. Hat gesagt, ja, das stimmt. Sie ist auch nur ein Mensch. Okay, los. Sie ist auch nur ein Mensch, sagt er. Ich warte auf die Quelle, ich warte nicht auf irgendwelche... Nein, ich gebe es dir. Sheikhs oder sonst was. Sheikhs, siehst du, wie du deinen eigenen Sheikh, der 10 Millionen Mal höher ist als du, wie du den betitelst. Warum beurteilst du, ob er höher ist als ich oder nicht? Ja, aber hast du einen Titel? Wer bist du? Okay. Wer folgt dir überhaupt? Du bist ein kleiner Junge, der hier reingekommen ist, um mit mir zu reden. Okay, ich frage dich noch eine Frage. Wie sind eure ganzen Priester? Wie sind die ganzen Priester? Jetzt geht er wieder auf Priester, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, warum? Wir kommen gleich zu Priester. Wir kommen gleich zu Priester. Kein Problem. Das ist doch das Gleiche wie Chef. Kein Problem. Bleiben wir erstmal bei einem Thema, dann kommen wir gleich zu Priester. Gut oder nicht?
kommen wir gleich zu den Priestern. Sie sind in, die kommen alle in die Hölle, genau wo der hinkommt, der ein kleines Kind angefasst hat. Okay, das ist und warum nämlich der, dein Vorbild. Warum sagst du dann Scheich und Scheich und Scheich, aber deine Priester sind nicht besser? Hast du studiert? Ich lese doch vor, was in deinen Büchern steht, Mann! Ja, aber hast du studiert? Hat ein Priester gesagt, man soll ein Kind anfassen? Hast du studiert? Warum siehst du dich dann besser als der Priester? Dankeschön. Also ich bin 10 Millionen Mal besser als ein Priester, weil ich kein Kind anfasse, aber eine Million Mal besser. Okay, aber bist okay. du bist besser als dein Vorbild. Du bist besser als dein Vorbild, weil du würdest kein Kind anfassen. Richtig? Wann hat mein Vorbild hat ein Kind angefasst? Welches Kind? Natürlich, Mohammed hat ein 6-jähriges Kind angefasst. Würdest du ein kleines Kind anfassen, das mit Puppen spielt? Erstens war Sayyidina Aisha 9 Jahre alt, als allererstes. Zum Zweiten. Oh, das ist natürlich ein Unterschied. Das ist natürlich ein Unterschied zwischen 6 und 9. Klar, die war riesig, da hast du recht. Ja, klar, natürlich. Also, natürlich. Erste Sache. So. Sie war 9 Jahre alt, als sie geheiratet hat. Das mit 6 stimmt schon mal erstens nicht. Zweite Sache. Er hat sie mit 6 geheiratet und mit 9 entjungfert und sie hatte Puppen dabei. Zum ersten Mal. Zum ersten ist eine Frau erwachsen laut deiner Religion und laut meiner Religion, sobald sie ihre Tage bekommt. Richtig? Das stimmt doch gar nicht. Nein, das stimmt nicht. Sondern? Du würdest doch niemals auf die Gedanken kommen, wenn ein kleines Kind mit 9 oder 10 Jahren ihre Periode bekommt, sie auch anzufassen. Bist du geistig behämmert oder was? Wie alt war denn Rebecca, als sie geheiratet? Sie ist doch noch nicht. Bestimmt nicht 3. Habe ich nicht behauptet. Aber wie alt war sie? Ihr behauptet das doch die ganze Zeit und wir lachen euch aus und sagen, wie kann eine Dreijährige schwere Wasserkrüge tragen und die Kamele trinken? Sag mal, genau das ist das, dein Fehler. Ihr behauptet das doch die ganze Zeit. Komm bitte. Ihr behauptet das. Wir sagen, dass sie war kein kleines Kind. Ihr sagt, sie war 3 Jahre. Ich habe das nicht behauptet. Habe ich das behauptet gerade? Kann doch nicht. Ich sage, ihr Muslime, ich habe nicht gesagt du, aber ihr Muslime, deswegen kommst du auch gerade mit dem Thema an, weil du mich so in die Ecke drängen willst und sagen, ja, die Rebecca war drei. Ich frage dich, wie alt war sie denn? Sie war bestimmt nicht 3. Es gibt keine Altersangabe. Okay, aber du siehst, sie muss eine reife Frau gewesen sein. Kann eine 3-jährige schwere Wasserkrüge tragen? Sag es mir. Kann man das berechnen, wie alt sie war? Kannst du berechnen, wie du willst. Trotzdem, wenn keine Zeitangabe gegeben ist und der Bericht auch noch zeigt, dass ein 3-jähriges Kind überhaupt gar nicht in der Lage ist, sowas zu tun. Also stimmt dir irgendetwas nicht. Wer war der Mann von Rebecca? So. Mein Lieber, bitte, schweif nicht vom Thema ab. Komm, hör auf. Okay, aber warum? Wir haben genaue Angaben von deiner Aisha, die sagt, ich war 6 Jahre alt, als der Mohammed mich geheiratet hat und der hat mich entjungfert, als ich 9 war und ich habe meine Puppen mitgenommen. Okay, aber warum? Also Mohammed hat ein Kind angefasst, das mit Puppen spielt. Du bist besser als dein Prophet, weil du würdest es nicht tun. Ich bin nicht besser als mein Prophet. Mein Prophet ist der Beste. Doch, du würdest das nicht tun. Nein, du würdest das nicht tun. Deine Moral ist höher als das deines Propheten. Nein. So einfach ist das. Nein. Doch. Würdest du ein Kind heiraten? Hey, schau mal, du kannst. Guck mal, wie du nicht antworten willst. Würdest du ein Kind heiraten? Du kannst das nicht vergleichen. Ein Kind würde ich nicht heiraten. Würdest du zur damaligen Zeit ein Kind heiraten? Ich würde zur damaligen und zur heutigen Zeit kein Kind heiraten, aber unser Prophet hat auch kein Kind geheiratet. Weil sobald sie. Geh bitte raus, Mann. Was für ein Heuchler, ey. Unser Prophet hat kein Kind geheiratet. Sie sagt doch selber, ich war ein kleines Kind von 6 Jahren. Und mit 9 Jahren hat er mich entjungfert. Was ist das für Muslime, die hier reinkommen? Das ist bekloppt, Mann. Völlig verrückt, ey. Das ist krank, ey. Das ist einfach nur krank. Das ist so heftig. Mohammed hat kein Kind geheiratet. Absoluter Wahnsinn. Ja, aber er schämt sich. Er selber ist besser als sein Prophet, also das ist unglaublich.
Ja.